Hallo ihr Nachwuchsrecken, willkommen zu einem neuen Part, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Link ist zu einem Monster geworden. Nein, Spaß, ich habe nur die grimmige Gottheitsrüstung an. So, heute wollen wir den Titan Varudania erledigen. So, aber zuerst zur Erklärung. Eine gute Freundin? Ja, egal. Auf jeden Fall, sie hat mich halt gefragt, ey, wo kriege ich Feuerrüstung her? Ganz einfach. Oder wie kann ich zum Todesberg gelangen? Ganz einfach. Also sie hat schon hier dieses Gebiet erledigt. Du musst zuerst hierhin, also zum Stall der Berge, dort wirst du einen NPC treffen, der wird dir Feuerresistenz anbieten für 150 Rubine, 3 Stück. Nimm dir 6 Stück lieber mit, weil wenn man das Spiel zum ersten Mal durchspielt, dort entdeckt man immer wieder was und dort wirst du safe nicht straight dem Weg folgen. Auf jeden Fall. Kauf dir hier 6 Stück, dann gehst du hierhin oder vielleicht reichen dir doch 3. Wenn du bis zu dieser Stelle nur den Weg entlang läufst, dann sollte es auf jeden Fall reichen. Weil ab dieser Stelle kannst du dann 10 Löschechsen sammeln, dann wird ein NPC dort sein, der wird eine Quest haben und sprich ihn dann an, dann gib ihm 10 Löschechsen und dann wirst du einen Teil von der Antifeuerrüstungsset bekommen. In Goronia kannst du dann den Rest kaufen. Und das Masterschwert, ja, werde ich jetzt nicht sagen. Boah, aber Link mit den leuchtenden Augen, das sieht so bedrohlich aus. By the way, haben wir jemals eigentlich die grimmige Gottheit Waffe bekommen, also den Zweihänder? Ich glaube sogar nicht. Ich glaube, diese Waffe hat immer genau den Stoß drauf. Weil schon letztes Mal, als ich Breath of the Wild durchgespielt habe, mit allen Titanen, hatte diese Waffe genau den Stoß drauf. Daran kann ich mich noch so gut erinnern. Und apropos, das hier wird später wichtig sein. Unsere Mission ist das jetzt aber zuerst. Irgendwie flackert hier was. Und unsere Mission ist es zuerst, die Karte zu holen. Und hier ist die Fackel, die ich gesucht habe. Mann. Und das sogar noch mit Weitwurf. Ja, darüber freue ich mich meistens bei einer Fackel. Weil Gnadenstoß auf einer Fackel hatte ich auch schon. Bro. Wann wirst du jemals mit einer Fackel kämpfen? Ich meine, klar, es gibt safe diese übelst heftigen, die Breath of the Wild auch mit einer Fackel durchspielen. Nur mit einer Fackel. Könnte ich eigentlich auch mal so machen. Und der Typ spuckt, glaube ich, immer noch einen aus, bevor er stirbt. Ritterbogen. Oh, geiler Ritterbogen. Dort muss der Leunenbogen gehen. Also der Bestienbogen heißt der. Das finde ich aber auch irgendwie schwach. Das Leunenwaffen, also es wird noch eine Steigerung geben, es wird noch weiß und silberne geben. Danke, Kumpel. Auf jeden Fall, ich finde das schon irgendwie schwach, dass jetzt zum Beispiel ein Königsbogen stärker ist als ein Leunenbogen. Und ein Leunenbogen, also ein Bestienbogen, bekommst du ja viel, viel schwieriger, indem du halt einen Leunen besiegst, als jetzt ein Königsbogen, den du random
auf der Ebene finden kannst, also meistens auf der Hyrule-Ebene. Oh, und wir sind schon da. Ja. Also du kannst. Fazit ist, mich nervt einfach, dass der Bogen so schwach ist. So, und jetzt haben wir die Karte des Titanen. Du hast nun Zugriff auf die Karte vom Titanen. Alles klar. Oh nein, wird es jetzt wieder heiß. Ah, neben Titan bleibt es trotzdem noch kühl. Also, was heißt hier kühl? So, ich glaube, den Titan werden wir aber wieder in einem Part schaffen. By the way, ich hatte am Anfang so fette Probleme zu erkennen, was dieser Titan darstellen soll. Also klar, es soll eine Echse sein, irgendeine Echse. Es soll halt eine Echse darstellen. Aber ich wusste halt lange nicht, was genau. Also welche Echse. Bis ich nicht auf die Idee gekommen bin, ich weiß nicht. Also ich habe nie danach geguckt, ob ich jetzt damit richtig liege oder nicht. Aber ich habe dann irgendwo erfahren, dass das ein Salamander sein soll. Wie gesagt, von, ich glaube, Maul war das. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht rede ich auch gerade größten Schmarrn. Aber irgendjemand hat mir mal gesagt, dass das ein Salamander sein soll. Aber die Musik im Titanen ballert auch. Shit. Vielleicht hört ihr sie nicht. Aber. Ihr könnt mal ja danach googeln, Varudania Theme vielleicht. Erinnert mich. Die Musik erinnert mich irgendwie an Mario Kart. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie erinnert sie mich halt. Ja. Die Musik an Mario Kart. By the way, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, wie geil es eigentlich wäre. Würde es eine Breath of the Wild Strecke in Mario Kart geben? Also wirklich, du fährst so durch einen Teil von Hyrule, vielleicht auch durchs Schloss. Und wäre auch geil, wenn man so durch alle Titanen noch durchfahren kann. Tut mir leid, dass ich den Titan so durchrasche. Aber. Ich will jetzt halt auch nicht unnötig eure Zeit verschwenden. Ich meine, klar, ich könnte auch so laufen. Dann würde der Titan safe zwei Parts dauern. Aber den Titan so in einem Part durchhaben, das finde ich mehr gut. Ich glaube, das droppt eine Truhe. Ja. Die Truhe holen wir uns aber noch. Ja, diese Truhe ist nervig. Außer du machst es so. Ich weiß auch gar nicht mehr, was hier drin war. Ich glaube, ein Reaktorkern doch nicht, sondern nur ein Ritterbogen. Ich meine, ich weiß, der hat Haltbarkeit. Er Stärke geht momentan vor. By the way, ändern sich die Waffen eigentlich viel im Master Mode?
Weil ich weiß, in Skyward Sword war jede Truhe random. Also nicht jede Truhe. Aber die mit den Materialien war immer random. Geil, die Fackel brennt. Link löscht sie sogar, aber die geht noch an. Oh. Ich hasse mich. Lustig, dass ich gerade keinen Fallschaden bekommen habe, obwohl ich von einer, ja, relativ hochgelegenen Position gesprungen bin. Habe ich mich eigentlich schon darüber aufgeregt, dass man in Genshin Impact von gefühlt 10 Meter schon tot ist? Das finde ich gut, dass man in Breath of the Wild von... Was weiß ich, wie hoch stürzen kann und man überlebt das immer. Oh! Schaffe ich den Sprung? Natürlich schaffe ich den Sprung. So. Hier haben wir den antiken Reaktorkern. Gibt es eigentlich in jedem Titanen einen antiken Reaktorkern? Und tot. Das weiß ich jetzt eigentlich gar nicht. Link? Ja, jetzt habe ich es verkackt. Okay, ich probiere jetzt die Kugel irgendwie blind zu bewegen. Und normalerweise sollte das, glaube ich, so laufen. Die Kugel rollt dann runter. Tatsächlich. Komm schon. So. Eingelocht. Nächstes Kontrollsiegel. By the way, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt die Kugel rausnehme? By the way, ich hab's mal geschafft, mich zu softlocken in Breath of the Wild. Genau mit so einem ähnlichen Mechanismus. Weil ich war dort in der Tür. Also es gab einen Schalter. Einen Schalter kann man mit Stasis einfrieren. Und ich dachte, ich bin schnell genug. Hab's dann geschafft. Bin hinter Gittern gekommen. Hab die Truhe geöffnet. Und genau in diesem Moment geht's Stasis los. Das heißt, ich bin einfach im Gitter stecken geblieben. Nein! Boah, aber ich finde, Link backt ein bisschen manchmal rum. Bei solchen Ebenen, die sich bewegen. Oh, voll in den Hass. Wo ist das Auge? Verpiss dich! Au. Mein Bumerang zerbricht. Mann, ich hab... Wie lange hatte ich den jetzt schon? Wo ist das scheiß Auge? Ach so. Ja, ich glaube, der Bumerang geht mit dem nächsten Schlag kaputt. By the way, es ist nicht Zufall, dass... Ups. Es ist dann nicht Zufall, dass ich als Rest des Kontrollsiegel das da oben gewählt habe, weil die Störungseinheit ist hier oben. Die Truhe dort vorne auf dem Schwanz hole ich mir noch. Auf dem Schwanz, der eigentlich ein Hammer ist.
So, und hier sollte, glaube ich, auch nichts Wichtiges drin. Ja. Der Weg hat sich jetzt eigentlich null gelohnt. Ja, trotzdem. Hat mich interessiert. Was ich auch clever gelöst. Das war knapp. Und jetzt ab zum Fluch. Meiner Meinung nach der schwächste Flug von allen. Ja, kein Ding. Sagt er und bekam aufs Maul. Na, warte. Und schon wieder hätte ich fast Bombenpfeile ausgerüstet. Ich sagte ja, das wird irgendwann passieren. Komm, komm da jetzt runter. Bro? Hast du nicht vor, irgendwie runterzukommen? Ich meine, tut mir jetzt leid, dass das so unspektakulär war, aber ich sagte ja, er ist der Schwächste von allen. Klar, der Windflug war jetzt auch nicht stark. Das wünsche ich mir auch für Breath of the Wild, dass die Flüche stärker sind. Ups. Passt auf seine Vorbilder auf, die sind brandgefährlich. Ja, auf jeden Fall, ich konnte nicht aussprechen. Ich wünsche mir einfach für Breath of the Wild, also für Tears of the Kingdom, dass die Bosse einfach stärker sind. Weil der hier kann halt einfach nichts. Bam, nur ein Treffer. Und das, weil ich zu arrogant war. Wir hören uns gleich wieder. Oh, ich dachte, jetzt kommt wieder. Ich dachte, jetzt kommt Dark schon zum Sprechen. Ups. Das Herz lassen wir natürlich liegen. Nein, Spaß. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, jetzt haben wir schon die 13 Herzen. Die Störungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titan nicht mehr betreten. Aktivierung dennoch fortfahren. Jawohl. Jetzt hören wir uns gleich wieder. Daruk, Recke der Gorunen. Du hast dir ganz schön aufgeräumt. Dank dir ist meine Seele jetzt wieder frei. Ich schulde dir was. Das Ganze ist mir schon peinlich. Ich habe mich abwuchsen lassen, während Hyrule den Bach unter der Nacht ist. Und du musstest den ganzen Schlamassel dann ausmachen.
28-fache Kaioken! Nice. Wieder so fett Gänsehaut. Und Junobo war der Einzige, der Daruk gesehen hat. Und ich wette, das glaubt ihm keiner. Also der Goronan. Und wir haben Daruks Schirm erhalten. Enthält die schützende Macht Daruks. Sie wird automatisch aktiviert, wenn du von einem Angriff getroffen wirst. Während du ZL gedrückt hältst. Ja. Eines der besten Fähigkeiten, aber ich finde, nimmt doch ein bisschen so den Spielflow raus, also den Spielflow irgendwie ja, macht das Spiel einfach leichter. Aber hey, wie geht's dir, Junobu? Oh, hallo, vielen Dank, dass du Rudania für uns besänftigt hast. Ich weiß nicht, was du im Inneren von Rudania gemacht hast, aber es sieht so aus, als hätte er sich beruhigt. Eben habe ich oben auf Rudania den großen Daruk stehen sehen. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet, oder? Mm-mm. Aber wie dem auch sei, das hat mir jedenfalls neuen Mut gegeben. Da fällt mir ein. Also, als ich dem Chef von dir erzählt habe, meinte er, ich soll dich zu ihm bringen. Das war ein Befehl vom Chef, also gibt's keine Diskussion. Komm mit. Ja, ich komm mit. Ich habe ja keine andere Wahl. So, er jetzt schon der zweite Titan abgehakt.
es läuft momentan richtig, richtig gut. Ey, was willst du von mir? Eine Medizin gegen deinen Rücken? Oh, hallo. Junobo hat mir alles erzählt. Der Hylianer, der Rudania besiegt hat. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Nicht zu glauben, dass, wo meine Rückenschmerzen weg waren und ich mir Rudania vorknöpfen wollte. Jetzt sehe ich wegen dir so aus, als hätte ich die Rückenschmerzen nur simuliert. Und Junobo hat sich auch endlich mal zusammengerissen. Aber genug davon. Schau dir lieber mal das hier an. Varudania hat sich endlich beruhigt. Jetzt können wir am Todesberg endlich wieder nach Ärzten suchen. Ach ja, ich muss dir ja noch ein Dankeschön geben. Wenn du willst, kannst du dir den Schatz aus meinem Haus holen. Es ist ein Schwert, das einst Daruk gehörte. Damit musst du doch etwas anfangen können. Außer natürlich, du als Hylianer, du als Hylianer weißt das sicher schon. Damals vor 100 Jahren hatte der Hylianische Recke ein Schwert, das heilige Bandschwert. Das heißt, das Schwert ruhe irgendwo in einem Wald. Warum suchst du nicht danach? Danke, Kumpel, du hast uns schon einen Tipp gegeben. Und alle blinden Zuschauer gespoilert. So, und hier finden wir den Bergspalter. Die Waffe des Recken Daruk ist eines der stärksten Schwerter überhaupt. Daruk selbst konnte es zwischen zwei Fingern halten. Hylianer dagegen können es kaum heben. Eine sehr, sehr geile und starke Waffe. Aber wir wollen uns, ja, die Gegend ein bisschen anschauen. By the way, ab nächste Woche haben wir Ferien oder Schulferien. 2 Wochen und ich denke mal, ich werde dann dort streamen und diese Region alle Crocs sammeln. Dann werden wir höchstwahrscheinlich mit den Parts ein wenig weitermachen und dann hier noch alle Crocs sammeln. Ich muss das noch ganz mit meinen Eltern anschauen, aber ich schätze mal, sollte passen. So. Aber wir wollen jetzt zum Riesenfossil, das hier hinten liegt. Was zur Hölle? Hä? Ihr seht das doch auch, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass hier unten Wasser ist. Egal was das ist, es ist höchstwahrscheinlich ein Bug. Ich muss schnell auf der Map nachschauen. Nee, da ist nichts. Bro, das ist höchstwahrscheinlich irgendein blöder Fehler. So, das Riesenfossil schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Ah, shit, Link. So. Ich würde euch empfehlen, benutzt diesen Schrein nie als Teleportpunkt. Weil ohne Revali-Sturm kommt ihr dort einfach nicht raus. Das hat Nintendo mal wieder ultra, ultra gut gelöst. Man hätte auch nicht den Schrein oben drauf platzieren können. Nee, das wäre viel zu einfach gewesen. Oh, und ich merke gerade, uns gehen die Pfeile aus. Shit. Na, schade. Ey, by the way,
Habe ich irgendein Schild? Ja, komm, nehmen wir den benutzten. Hier kannst du übelst cool runterschlittern, würde man es richtig anstellen. Aber merkt euch, wenn man nicht auf Schnee schlittert, dann verbraucht Schildhaltbarkeit. Oh, stimmt, und auf Gehwegen kann man auch schlittern und es verbraucht keine Haltbarkeit. Wir müssen in diese Richtung. Ja, man sieht schon. Ich frage mich echt, was eigentlich hinter diesen Bergen ist. Weil das da ist ja, das hier ist alles Königreich Hyrule. Welche Königreiche liegen dann wohl hinter den Bergen? Ich glaube, das hat noch keiner genau. Ich glaube, ich glaube, daran hat noch keiner irgendwie so richtig gedacht. Was ist dahinter? Ja, stimmt. Ich glaube, auf diesem Riesenfossil gab es 2 Crocs. Also hier oben auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da. Irgendwo da oben. Ach. Ich weiß, wo der eine Croc liegt. Nämlich dort, wo das Auge eigentlich sein sollte. Beziehungsweise im Nasenloch. Ich merke jetzt, dass das Nasenloch, glaube ich, ist. By the way, ich weiß jetzt, welche 3 Wale das sind. Also den einen weiß ich jetzt. Ich glaube, das hier ist der Skyward Sword Ding. Also der Skyward Sword Wall. Windfisch. Nein, nicht Windfisch. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Ich habe den Namen gerade vergessen. Oh, stimmt. Und, oh, shit. Das hat gesessen. Ja, und da seht ihr jetzt Darok Schirm. Und ich glaube, wir sollten hier einfach weg. Oh, shit. Was? Jetzt habe ich das Foto nicht mal geschossen. Ja, das sollte abspeichern nach jedem Krug. Genau. Boah. Hey. Aber ich wurde dort zerstört, zermetzelt. Vulkanwahlknochen. So. Und sogar noch mit schönen Sonnenuntergang. So, falls euch dieser Part wieder gefallen hat, würde ich mich sehr gerne über ein Like und ein Abo freuen. Und im nächsten Part schauen wir uns diese Stelle hier noch genauer an und werden, ja nicht hier, das machen wir glaube ich irgendwann in einem separaten Video. Und gehen hier rein. Nicht verpassen. Tschüss.